Viele Leute interessiert eine Frage: Ist Taoismus Wissen führt zu schneller zur Erleuchtung oder Buddhismus Wissen führt zu schneller zur Erleuchtung? In unserer Kultur tatsächlich die beiden Weg zwar Unterschied, aber die Essenz ist genau gleiche. Meine Lehre, diese Knochenmeditation uns beigebracht hat, heißt Nanhuaijing Meistermann. War er damals zum Erleuchtungsgeist praktiziert oder dieser Weg zum Befreiung sucht. Er hat gehört, ein bekannter Taoismus-Meister in Hangzhou geht Meister Nan ganz langen Weg zu ihm, um ihn zu besuchen. Und war Meister Nan ihn gesehen und sofort ihn verbeugt, Knie runter verbeugt. Und dieser Taoist hatte Meister Nan gesehen, komm hoch, du brauchst mich nicht verbeugen, Meister Nan gesagt, warum? Und er hat gesagt, ja, du bist Buddhist, ich bin Taoist, du bist nicht mein Schüler, du musst gar nichts von mir verbeugen. Meister Nan ist ein bisschen traurig. In dieser Sinne auch unser Schicksal in dieser Art und Weise zur Begegnung. Ich werde, dass du nicht umsonst hergekommen bist. Auf Weg zu mir ist wunderschöne Landschaft, Fluss, Berg. Wenn du verreist, was fühlst du innen? Meister Nan gesagt, ja zwar, das ist sehr, sehr schöne Landschaft, aber ich bin innerer, mein Herz ist sehr müde. Tatsächlich so, wir sind durch die Arbeiten manchmal diese Urlaubzeit an dich zu haben, machen eine Pause, machen wir auch einen Urlaub. Aber meiste Zeit ist, wenn wir Urlaub zurück, brauchen schon ein paar Tage aufholen, um überhaupt, dass ich noch Energie noch zu tanken und weiter arbeiten gehen konnte. Und dieser Taoismus-Meister gesagt, Zukunft, ich sag's dir ein Geheimnis. Wenn du schöne Dinge siehst von außen, versuchen deinen Fokus, deine Gedanken nach innen zu aufrichten. Zum Beispiel, wenn du eine schöne Blume siehst und dann versuche einen Gedanken, dass sie diese Blume in dir zu finden. Nicht nach außen. Wenn du nach außen gucken, die schöne Landschaft, schöne Blume, manchmal schöne Frau zum Beispiel, und dann, wenn deine Augen nach außen richtet, dann plötzlich deine Yang-Energie wurde rausgezogen. Und wenn so mit der ganzen äußeren Welt in solche Betrachtungsverhalten werden deine Yang-Energie alles verbrauchen. Dadurch ist dein Herz ist leer, dadurch ist deine innere Energie ist mangelhaft, dadurch ist deine innere Energie ist verbraucht. Du brauchst nur einen Gedanken, dass die äußere Welt in deine innere Welt zu spiegeln. In dem Moment, wenn du die schönen Dinge betrachten, dann werden das ist diese Dinge, diese Energie wieder dich zu Energie tanken zu bringen. Wenn du von außen Welt mit einem Gedanken in dir zurückzuholen, in dem Moment ist diese Verbindung von außen Welt viel mehr stark mit deiner inneren Welt. Und dadurch du befinden sich alles Dinge von außen in deiner inneren Welt. Dadurch ist deine innere Welt auch gleichzeitig gefunden. Sofern in diese Gedanken, wenn du Urlaub machst und dann die alles schöne, so die ganzen Phänomene von außen Welt, wenn du nur nach außen richtest, erste, du wirst deine innere Welt nie finden. Die zweite, werden deine Yang-Energie alles nach außen verbraucht. Wenn du Dinge von außen Welt siehst, versuche einen Gedanken in dir zurückzuziehen. Und in dem Moment werden deine innere Welt gefunden. Die zweite ist durchaus gewählt, deine innere Welt in eine Erfüllung zu bringen. In dieser Sinne und deine Herzen werden zu einer
Vollkommenheit. Dadurch diese Übungen erreichen uns, dass wir unsere innere Welt entdecken und dann finden wir besser mit unserer Welt die Energie von außen nach innen wachsen zu lassen.